Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Ich bin's, euer lieber Odo. Bei mir ist das jetzt etwas länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir haben das letzte Mal, so letztes oder vorletztes Mal, weiß ich eigentlich jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube letztes Mal haben wir da unten im Süden noch ein Volk gefunden. Eher unfreundlich uns gegenüber. Eher sehr unfreundlich uns gegenüber. Aber wir haben vor, jetzt ihnen einen Planeten vor die Nase zu setzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo man Colony Ship hin unterwegs ist. Nachschauen. Ja, je nach Revak. Dann schauen, dass wir Revak kolonialisieren. Damit schneiden wir den Typen dann ab, weil die haben uns schon verboten, dass wir in ihr Gebiet rein dürfen. Und um ehrlich zu sein, ich würde ihnen auch nicht erlauben, bei mir reinzukraxeln. Das ist ja wohl echt ein Witz. Ja, das ist in etwa die Ausgangslage. Wir machen einfach einmal weiter. Und schauen, was passiert. Meine Science Ships sind fast, eigentlich sind sie fast ohne Auftrag, weil durch dieses, verstehe, der versucht diese Anomalie zu machen und der andere forscht hier. Bastamor ist überhaupt das Beste. Ich glaube, da ist nichts drinnen, oder? Ah, doch. Es sind Sachen drinnen, die nicht brauchbar sind. Schauen wir mal, ob Saraklis ähnlich gut funktioniert. Ja, immerhin. Wir haben schon was gefunden. Schauen wir mal. Construction complete. Gut, was haben wir da fertig? Das Konstruktionsschiff hat zurzeit nichts zu tun. Da haben wir bereits alles. Da würde ich ganz gerne abbauen, aber das ist irgendwie nicht im Feld. Aber das Konstruktionsschiff kann einmal daher gehen. Weil an der Stelle bauen wir ja auch eine Kolonie und wenn das dann dort ist, dann können wir dort gleich einmal anfangen abzubauen, die Sachen. Eigentlich gar nicht einmal so dumm. So, was ist da fertig geworden? Raptapatap, was hat Raptapatap fertig gebaut? Achso. Was hat Raptapatap fertig gebaut? Vielleicht das Solar Panel Network? Kann das sein? Nein, das müssten die schon gehabt haben. Raptapatap ist die zweite Kolonie gewesen. Aber vielleicht die Upgrade? Ich glaube, wir werden dort tatsächlich eine Corvette Assembly Yard bauen. Und dort werden wir Corvettes bauen. Wir müssen da eh schauen, dass da nichts verloren geht, was wir bauen können. Hab, tap, tap. Schau, schau. After careful analysis, a failure. Na super. Science Officer Axan Upiverta has determined that the ship debris found above Revak 1 originated from a single garbage scow. KKK Hulkrab Mezzotix collected some of the debris, but it appears to be completely worthless. Unfortunate. Schade eigentlich.
Avatar können wir auch weiter ausbauen. Und hier haben wir einen Wissenschaftler. Ist das Ark? Der auch ausgebaut werden kann. Ein Basic Science Lab. So. Was machen wir mit dir? Wir haben noch immer relativ wenig Energie. Dann gehst du mal daher. Und hier bauen wir dann ein Powerplant. Oder? Ja, bauen wir ein Powerplant. Mhm. Flatraktam. Ah, die bauen noch aus gerade. Satnatrak. Das wäre schön, wenn die schon etwas größer wären. Dann könnte man nicht das ausbilden. Ausbauen. Ah, da kommt der nächste. Dann bauen wir dann vielleicht gleich eine hydroponische Farm hin. Research complete. Construction complete. So, fertig. Defense Stations können wir jetzt bauen. Schau. Autocannon. Large Caliber Ballistic Weapons that fire cased explosive shells. The main advantage of these cannons is their high rate of fire. Naja. Nicht schlecht. Missile Defense. Afterburners. These powerful thrusters provide additional combat speed, but consume a great deal of power. Ah, das sind so ein... Ah, das passt in ein A-Feld. Da haben wir noch nichts für... Fürs A-Feld haben wir noch nichts. Kann ich mich entsinnen. Das könnte ein C-Feld. Iron Thruster. Ah. Damit können wir dann... Use Beams of Irons to generate thrust without the need for propellant. Was machen wir da? Engineering Facility 2. Keramo Metal Armor. Klingt auch irgendwie cool. A combination of different metals and ceramics that result in a strong armor without sacrificing flexibility. Da haben wir aber schon was geforscht. Das machen wir mal. Das ist relativ schnell fertig. Nur plus 13%. Können wir den ersetzen? Nein, wir haben zurzeit niemanden. Schauen wir mal, was haben wir denn da als Recruiting? Ja, wäre schon nett, wenn er plus 5% Research Speed gibt. Ah ja, nehmen wir den. Dann haben wir den rein. Der ist zwar ein bisschen schwächer, aber wenn er gestiegen ist um eine Stufe, ist er besser. Und der ist allgemein plus 5%. Das ist nicht so gut wie der mit dem Antrieb, aber der mit dem Antrieb kann ja dann trotzdem noch zu den Sachen hingehen, wie die Antriebssachen verbessern. Na dann, weiter. Unser Kolonieschiff.
Yay. Nein, 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 nein. So. Irgendwas ist zu Ende. Zuerst machen wir mal das. Ah, Corvette. Können wir bauen. Wir bauen ein paar Corvettes. Wir müssen unsere Flotte ausbauen. Trade Deal Duration expired. Hm. Wir haben einen Telder-Kristall hergegeben und haben die Active Sensor Links gekriegt. Okay. Wir werden schauen, ob wir diesen Handel nicht nochmal machen können. Um ehrlich zu sein, ich hätte ganz gerne diese Flex Kangas zumindest diese Flex Kangas auf meiner Seite. Ja, das machen sie nicht, dazu hassen sie uns zu sehr. Mhm. Energy Credits. Puh. Ah, Mist. Das war eine falsche Taste. Das schaut gut aus. Gut. Mal schauen. The Fex Klanger Pact has decided to accept your trade proposal. Na gut. Finde ich okay. 10 Jahre lang. Wow, super, das bringt uns mehr. Das bringt uns etwas Energie. Ja, das Gebiet ist ziemlich umstritten. Gott sei Dank ist WT kein interessantes Gebiet, sonst... Sonst hätten wir da echt ein Problem mit denen. Weil Erika haben wir schon errichtet. Ah, das sind diese... warte mal, was ist das? Die previously encountered hostiles in this system. Die werden wir als nächstes versuchen irgendwie loszuwerden, damit wir dieses Gebiet uns anschauen können. Was haben wir denn da für eine Stärke? 596. Hm. Vielleicht sollten wir doch Destroyer bauen, bevor wir diese Destroyer-Dings haben. Naja, schade eigentlich. Ich wollte warten, bis ich da diese Destroyer-Assembly-Yard habe. Aber irgendwie wird das nicht mehr. Du bist da fertig. Das heißt, was du machen wirst, ist mal da zurückfliegen. Und zwar daher. Ne, ach Gott, falsche Taste. Daher. System Survey complete. System Survey complete. Okay, jetzt bist du auch arbeitslos. Hm. Kommen wir überall nicht hin. Wir kommen einfach nicht weit genug. Du gehst nach Klaxnaxtab. Da gibt es die eine Forschung, die es ermöglicht, dass die Science Ships die Forschung auf dem Planeten verbessern. Die hätte ich doch nehmen sollen.
Haben wir gedacht, nein, Science Ships fliegen sowieso die ganze Zeit rum. Das brauchen wir nicht, aber denkst du. Ha, wir können die hydroponischen Farmen 2 machen und Farming Subsidies. This edict provides aggressive economic stimulus for positive quantifiable impacts on food production. Ja, okay, das ist ein planetares Edikt. Ist nicht ganz so wichtig. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Planeten brauche. Naja, vielleicht, wer weiß. Hydroponische Farmen 2. Naja, vor allem mit den hydroponischen Farmen 2 sollte das dann nicht mehr so schlimm sein. Gut, was können wir noch machen? Da können wir noch so eine Strategic Resource, die auch die Habitability verbessert. Und das ist das Spezialgebiet von Zaux Fakiwärter. Das machen wir doch glatt. Machen wir das glatt? Ja. Warum genau bin ich da hergegangen? Naja, was weiß ich. Was weiß ich. So, aber wartet's mal. Genau, das könnten wir jetzt auf jeden Fall machen. Überall die hydroponischen Farmen verbessern. Ich weiß zwar nicht genau, ob ich das brauche und was es bringen soll, aber ich mache es auf jeden Fall einmal. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine Militärakademie. Was macht die? Planet Unique. Oh. Mining Network 1. Oder Mineral Silo. Nein. Mineralsilo ist rund um irgendwelche mineralischen Gebiete. Also ein Mining Network 1. Ja, was soll ich tun? Das kommt schon mal vor. Gut. Sanatrak. Achso, der kann überhaupt noch nichts ausbauen, weil der ist noch zu klein. Der sowieso. Ja, außerdem, ich habe jetzt auch mit dem Thanatat, wenn das fertig ist, habe ich tatsächlich meine die fliegen automatisch dorthin, das ist ja nett. Kann ich die gleich vereinen? Das ist der Ready Point. Construction complete. Merge. Mhm. Forest Adaption. Continued interaction between our colonists and the wandering forests on Zatnatrak has revealed that the trees are in possession of some form of rudimentary communal intelligence. Hey, die wandernden Wälder sind intelligent. Na, schau dir was an. They seem to have adapted to our presence and now go out of their way to avoid damaging the property of our colonists, even without the use of the insect pheromone. Spirits among the colonists have risen. Excellent. Wow. Das ist ja cool. Das heißt, in Zatnatrak müssen sie jetzt noch glücklicher sein.
Okay, warte mal, das ist unsere Shelter. Das heißt, wir brauchen aber da ein Mineral Silo, eine Basic Mine her. Und den setzen wir aber noch nicht daher. Oder? Oder setzen wir den gleich daher? Ja, setzen wir gleich daher. Nein, wir setzen ihn nicht daher. Weil sonst wächst er da oben nicht. Gut. Hätten wir das auch erledigt? Ah ja. Du. Was mal das? Und das. Okay, was ist jetzt passiert? Das klingt schlecht. Rivalry. Declare Rivalry. Diplomatic Communication from Temla. Let us end this charade. Okay. Das ist schneller gegangen, als wir dachten. Wo sind denn die Temla da? Muss ich denn noch eine Rivalry erklären oder machen die das nur bei mir? Insult. Close Borders. Declare Rivalry. Wir machen einmal ein Close Borders. Und dann machen wir ein Declare Rivalry. Having them as our rival will give us plus 0,8 influence each month. Hey, das ist ja gut. And may make their other rivals friendlier towards us. Welche anderen Rivals? Ja. Okay. Naja, klar. Hihi. Na, Revak ist fertig. Deshalb. Also. Nein, doch noch nicht. Aber fast. Ist eh klar, dass er uns nicht mag. Vielleicht werden wir unsere. Können wir die nicht zusammenhängen? Ah, verstehe. Die sind einfach noch nicht da. Das klingt nicht gut. Was ist das? Inactive Buildings. Ah, das ist uns wurscht. Rub-tap-a-tap. Has finished the construction queue. Okay. Surface Construction in Zatnatrak. Okay, ist auch okay. Gut. Colony established. Sehr gut, sehr gut. Surface. Okay, da können wir jetzt eh noch nicht allzu viel machen. Dann brauchen wir mal zwei Defense Armies daher. Außerdem werden wir einen Spaceport bauen. Möglichst schnell. Oh, unsere Mineralien sind jetzt doch noch zur Neige gegangen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch passieren würde. Was ist das? Leader died. Nein, mein Admiral, den hätte ich jetzt gebraucht. Das ist eh klar. Assignen wir einen Leader. Wir recruiten einen Leader.
So, was können wir denn hier haben? Der ist schon 54. Den will ich nicht. Obwohl, was kann denn der? Gale Speed. Evasion plus 5%. Sublight Speed plus 20%. Combat Speed plus 20%. Gar nicht mal so schlecht. Ein schneller Mann. Eager Leader Recruitment kostet minus 33%. Okay, er ist billiger. Aber sonst kann er nichts. Ah, das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Cautious Weapons Range plus 10%. Naja, wobei andererseits jetzt sterben uns die ganzen Leader weg. Das heißt, so ein billiger Leader ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Weapons Range plus 10%, das klingt super. Den werden wir uns wahrscheinlich nehmen. Oder was kann der? Aggressive Fire Rate plus 8%. Öfter schießen oder von weiter weg schießen? Der ist 47. This leader is an aggressive admiral, always looking to pour as much fire on the enemy as possible within the least amount of time. This leader is a cautious admiral, avoiding unnecessary risks and taking care to always maintain formations in which fleet units can mutually support each other. Ja, okay, du hast gewonnen. Ich bin auch ein eher vorsichtiger Mensch und deswegen nehmen wir die eher vorsichtige Krabbe, Dings, was auch immer. So, da ist auch gleich der letzte Destroyer fertig. Perfekt. Jetzt werden wir mit dieser 1000 Dings starken Flotte einmal versuchen, die Aliens da hinten zu erledigen, diese 666. Wahnsinn, meine ersten 1000 Punkte der Stärke. Das machen wir jetzt noch in diesem Spiel. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Irgendwie Angst vor den Dingern. Na komm schon, gib ein paar Gas. Governor Nobukumlatika has leveled up and gained a trade architectural interest. Good for him. Was kann architectural interest? Minus 10% building cost, das ist gut. Und construction time, so wo bist du überhaupt? In Rabtapatap. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Brauchen wir noch zwei oder drei Korvetten. Weil wir werden sicher welche verlieren. So, wozu bauen wir das aus? Wir haben jetzt ein Basic Science Lab. Wir könnten ist so. Warte mal, was haben wir am wenigsten derzeit? Physik. Das heißt, wir bauen ein Physiklabor 1. Was? Der wandert ab. Seid ihr wahnsinnig? Wohin wandert der? Das verbessern wir auch. So, Flotti, Flotti. Construction complete. Ah, warte mal. Was heißt Ready Point? Achso, die sind der Ready Point. Ja, ja. Was auch immer. Oh, da ist ja gar nichts mehr. Wo sind denn die hin? Fliegen wir mal da zurück.
Und das heißt aber, dass du das servieren kannst. Und das Construction Ship, wo bist du? Da. Du kannst da mal. Ah, in Scott sind die ganzen tollen Sachen. Nicht in Ashika. Dann. Okay. Okay, wir müssen also rein. Wo ist das? Construction Ship. Was? This plan is not within our borders. Ach so. Deswegen. Na dann vielleicht lieber nach Boon. Und wir mal eine Mining Station. Und wir sollten dann vielleicht tatsächlich unsere Flotte da nach Rewak bringen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir da unten dann einen Krieg führen müssen. Na gut, diese Aliens haben wir ja bekämpft. Sie waren halt nicht mehr da. Habe ich gut gemacht. Vielleicht mit etwas Glück haben wir in Avior noch ein sehr cooles System. Das wäre schön. Das wäre echt nicht schlecht, wenn wir das hätten. Research complete. Ja, Research ist noch. Und danach machen wir Schluss für heute. Planet Fortification. Yay. Was auch immer das bringt. Improve Deflectors. Ah, unsere Schilde werden auf jeden Fall besser. New Research. Was machen wir da? Das hatten wir doch gerade. Shields. These new shield generators represent the next generation of energy screens. Ah, okay. Reveals Resource. Physics Lab 2. Mining Drone Laser. Irgendwie kommt mir vor, die Sachen, die ich nicht gemacht habe, kommen dann nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich. Weil es gibt da eine Forschung, die hätte ich schon ganz gern gehabt. Afterburners? Nee. Das braucht eigentlich niemand. Advanced Spaceport Destroyer Assembly. Ah, das war das. Huhuhuhu. Da werden wir aber vielleicht. Da haben wir doch noch einen, der das kann. Genau. Den Lobokwatikanaka einsetzen. Der ist schneller dabei. Dann kann man das Assembly Yard für die Destroyers auch bauen. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle höre ich auf. Ich werde in der Pause dann noch meine Planeten neu formieren. Aber bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.